Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, eure Ankershof. Und heute habe ich ein neues Unboxing-Video für euch. Wie sollte es anders sein? Es ist natürlich mal wieder ein More Nutrition Unboxing, denn ich musste tatsächlich letztes Wochenende bei der Aktion wieder ein bisschen Geld dalassen. Ich habe aber tatsächlich nicht für mich bestellt, also hier sind auch Produkte für Freundinnen drin, weil wir machen das ganz gerne so, dass einer halt für alle bestellt, wenn man weiß, was die anderen gerne haben möchten, ist das super entspannt, weil dann kommt man auf jeden Fall auch auf so einen Betrag, wo man dann meistens irgendwas gratis bekommt und man kann dann noch einen Rabattcode oben drauf hauen und dann kann man auch ein bisschen was sparen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal direkt rein. Das Paket steht hier. Es ist ein mittelgroßes, würde ich sagen. Circa 5 Kilo ist es schwer. Und ja, ich würde sagen, wir machen es direkt auf, weil ich bin super, super gespannt. Ich habe ja vorgesorgt. Sagen, ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich bestellt habe. Also es gab irgendwie so Erdbeer-Joghurt-Proteinzeug, was ich bestellt habe. Es gab ein neues Moclier, glaube ich. Ich gucke jetzt auch extra nämlich nicht nach unten. Das hier ist der Inhalt. Ich glaube, ich kann jetzt auch nicht so super viel sehen, deswegen schauen wir mal. Das habe ich schon wieder vergessen. Es gab einen Protein-Pancake-Mix ohne Zuckerzusatz. Ich bin so gespannt darauf. Oh mein Gott, ich musste das unbedingt haben. 145 Milliliter fettarme Milch in einen Shaker geben. Anschließend 45 Gramm Backmischung. Einen halb gestrichenen Messlöffel innenliegend. Eventuell mit Chunky Flavor, das ist nur so ein Tipp, ne? Könnt ihr das mixen, den Teig beliebig aromatisieren. Für die Zubereitung ohne Shaker zuerst die Backmischung in eine Schüssel geben, anschließend die Milch und Rühre. Die Mischung im Shaker bzw. in der Schüssel kräftig mixen, im Anschluss die Pancakes mit einem Ölspray, zum Beispiel das 2-Kalorien-Ölspray, das steht das hier irgendwo, ja, steht hinter mir, in der Pfanne goldbraun anbraten. Oh mein Gott, das ist wirklich, wenn das gut schmeckt, dann bin ich im 50. Himmel, keine Ahnung. Pro zubereitete Portion 227 Kilokalorien. Und eine Portion entspricht ca. 4 bis 5 Pancakes. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist auf jeden Fall die erste Sache, die ich bestellt habe. Hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber wollte ich unbedingt bekommen. Und habe ich nicht nur für mich bestellt. Dann haben wir hier, das habe ich nämlich zweimal bestellt. Einmal für mich, einmal für eine Freundin. Dann haben wir hier das neue Moclier Eistee Himbeer Zitrone. Und darauf bin ich auch super, super gespannt, wie schön das einfach schon aussieht. Das sieht so voll sommerlich aus und ich stelle es mir ehrlich gesagt richtig, richtig geil vor. Weil ich habe die anderen probiert und bin von denen sehr begeistert, aber irgendwie das musste ich einfach haben. Das habe ich noch einmal gekauft, sogar noch zweimal, weil das wollte jeder einmal haben. Deswegen habe ich das Ganze dreimal gekauft. Und zweimal habe ich das More Nutrition Total Protein Strawberry Yogurt Split gekauft. Das sieht auch super schön aus. Ich habe tatsächlich auch schon ein Rezept gesehen, was ich damit gerne ausprobieren möchte. Und ja, wie gesagt, hatte ich zweimal bestellt. Ich werde die Sachen auch gleich schon mal rumschicken, dass alles angekommen ist. Und bin super, super gespannt. Das Moclier würde ich gleich eventuell sogar schon testen. Und dann haben wir hier, das war nämlich umsonst dazu, ab einem bestimmten Bestellwert, das ist More Spices Avocado Topping. Perfekt als Topping für alles mit Avocado, gemischte Bowls, Eierspeisen mit Crunch-Effekt durch echtes Pyramidensalz. Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das kommt auf jeden Fall hier auch
zu meinen anderen Gewürzen. Und ich würde sagen, ich hole jetzt mal schnell ein bisschen Wasser und dann probieren wir das Moklee direkt, oder? So Leute, ich bin wieder da, ich habe Wasser, ich habe ein Glas und mir ist es ernsthaft die ganze Zeit nicht aufgefallen, dass ich aber mit diesen Beauty iPads das Video gedreht habe. Deswegen, jetzt lasse ich sie dran, jetzt ist es so, ich hab's echt nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, ich habe die abgemacht, aber okay. Also es ist nicht die erste More Clear Limo, die ich probiere. Es ist ja so eine Proteinlimonade. Da hat eine Portion, sind 30 Gramm mit 500 Milliliter Wasser aufgelöst. 99 Kilokalorien nur und dafür aber, lasst mich nicht lügen, 24 Gramm Eiweiß. Also es ist super, um einfach auf die Eiweißmenge zu kommen. Und ich bin so gespannt, dass wir das jetzt direkt probieren. Ich muss für mich sagen, ich benutze immer ein bisschen weniger Pulver als angegeben, weil ich den Geschmack sonst zu extrem finde. Und am besten eignet sich so ein Shaker mit so einem Sieb drinne, weil da löst sich das alles am besten auf. Also am Anfang hatte ich richtig Probleme, dass das so verklumpt ist und dass ich das nicht richtig aufgelöst habe. Aber mittlerweile habe ich da so einen kleinen Trick raus. Also nehmen wir erstmal hier so einen Shaker. Da habe ich jetzt so keinen von Moor, weil da gibt es nur die. Aber mit denen kann man das auch machen. Also wenn ihr keine anderen habt, dann müsst ihr nicht denken, dass ihr euch was dafür kaufen müsst. Das geht auch mit den ganz normalen Shakern. Und ich muss sagen, Leute, das riecht unnormal gut. Oh. Das ist auch richtig gut, finde ich. Da ist immer so ein Cup bei. Und dann nehmt ihr circa einen Cup. Also ich habe jetzt knapp drei Viertel. Das ist halt einfach so ein schönes weißes Pulver. Das gebt ihr dann in euer Gefäß, was auch immer ihr dafür benutzt. So, und ich habe jetzt hier Wasser. Ich bin ja nicht ganz lebensmüde, ich drehe das lieber zu. Und dann gebe ich immer erst ein bisschen dazu. Ungefähr so. Und guck mal, wie schön pink das einfach wird. Dann gebt ihr euer Sieb oben drauf. Verschließt das alles ganz gut. Ich hoffe, dass dieser Becher auch wasserdicht ist, denn das habe ich vorher nicht getestet. Und dann schüttelt ihr das erstmal ordentlich durch. Das dauert auch immer so ein bisschen. Und ich versuche da immer schon relativ viel zu schütteln, dass ich einfach das Gefühl habe, dass die Klumpen komplett raus sind. Dann lasse ich das ein bisschen stehen, damit das so ein bisschen nach unten geht, weil sonst, wenn ich das jetzt direkt aufdrehe, dann kommt mir alles entgegengesprudelt und darauf habe ich keine Lust. So, es ist jetzt schon ein bisschen später, ein kleines Update. Also dieser Becher ist nicht 100% wasserdicht, aber okay. Es hat sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen gelegt. Das heißt, jetzt kann ich das Ganze aufmachen, ohne dass mir alles um die Ohren schleibert. Dann gebe ich da jetzt einfach noch den Restwasser drauf und ja, das sind ca. 500 Milliliter, die man dazu tun soll. Ich habe jetzt halt weniger Pulver und ein bisschen mehr Wasser. Das kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wie ihr den Geschmack haben wollt. Wie intensiv oder halt eben nicht so intensiv ihr das haben wollt. So, ich werde das Ganze jetzt nochmal durchschütteln. Mach das aber auf Cam, weil ich möchte nicht, dass ihr seht, wie hier alles unter Proteinlimo gesetzt wird. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, eine Überschwemmung später. Ich habe hier das Ganze jetzt so gut es ging geschüttelt. War sehr nass. Habe mir jetzt auch schon ein Glas hier bereitgestellt. Weiß gar nicht, wie ich das Ganze halbwegs ordentlich da reinkriegen soll. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist so ein Himbeerton. Und ich bin super gespannt. Soll ich jetzt wirklich einfach trinken? Ich schwöre noch vorsichtshalber ein bisschen mit Strohhalm um. Oh mein Gott. Es ist so krass, Leute. Wirklich.
Es schmeckt einfach nach Himbeere. So, kommen wir zum Fazit schon mal von den More Clear Himbeer, Eiste Himbeer Zitrone. Er ist richtig, richtig lecker. Im ersten Moment schmeckt es wirklich einfach nur krass nach Himbeere. Richtig lecker aber. Und man merkt so ganz leicht, so eine ganz leichte zitronige Note. Ich muss sagen, es ist so, so lecker. Bis jetzt hatte ich tatsächlich mit den ganzen Produkten, die ich getestet habe von Moin und Fischen, nur Sachen, die ich gut fand. Wohingegen ich sagen muss, ich habe schon viele andere Produkte, so Proteinpulver und Proteinprodukte probiert und getestet und war davon tatsächlich nie so begeistert wie von More Nutrition. Bis jetzt gibt es kein einziges Produkt, wo ich sage, das hat mir wirklich überhaupt nicht zugesagt von More. Natürlich ist es mal, dass ich irgendwie sage, jetzt Creme Brûlée sagt mir nicht ganz so zu wie Schoko, aber einfach, weil ich Schoko halt lieber habe. Aber das war jetzt auch nur ein Beispiel, ne? Das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Produkte, die bald bei mir eintrudeln, weil ja, ich auch heute wieder bestellt habe. Und ich freue mich auch schon so auf diesen Protein-Pancake-Mix. Ich werde euch auf jeden Fall auch da das Ergebnis sagen, aber halt nicht hier in dem Video, sondern das werdet ihr wahrscheinlich also auf meinem Insta oder so mitbekommen, weil da teste ich halt auch so viele die Produkte. Und ja, da könnt ihr es halt einfach sehen, weil es einfacher ist, als jetzt für jedes nochmal ein einzelnes Video dazu zu drehen. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, auch wenn es so ein bisschen chaotisch war. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft mich auch gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Anka Sof. Tschüss!